Willkommen bei OpenSUSE Screencast. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr unter OpenSUSE Fonts, also Schriftarten, nachträglich hinzufügt. Am Beispiel hier mal von Schriftarten aus dem Internet. Dazu erstmal runterladen von den Schriftarten. Hier habe ich schon mal die Seite geöffnet. Ich lade die meisten eigentlich hier runter, wo die eigentlich kostenlos sind. Hier könnt ihr dann eure Schriftart suchen, die ihr haben wollt. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel diese hier, die sieht nicht so schlecht aus. Kann man vielleicht mal gebrauchen. Dann klickt man auf Windows Download. Sieht man hier Datei speichern, ist okay. Speichert die. Sollte ist es auch schon runtergeladen. So. Dann geben wir in unseren Ordner. In den Download-Ordner. Sehen es hier. Gehen auf Auspacken. Dann sehen wir es hier, wo der entpackt. Hier können wir mit einem Klick drauf können wir uns angucken, wie die aussehen. So. Aber um die hinzuzufügen, geht ihr auf das Startmenü. Dann auf hier bei Suchen. Gibt ihr ein System Einstellungen eigentlich, aber ihr könnt auch System E eingeben, dann findet ihr das. Hier das erste mit den gekreuzten Werkzeugen. Dann geht ihr hier unten bei Systemverwaltung auf Schriftarteninstallation. Seht dann hier die ihr installiert habt. Und könnt dann hier auf Hinzufügen klicken. Dann wählt ihr den Ordner, in dem die liegen. Also bei mir ist es jetzt Downloads, Name der Schriftart hier. Und hier ist die Datei. Können hier wählen, ob wir es nur von uns benutzen wollen, also von unserem Benutzerkonto aus. Oder für das ganze System aus, also für alle Benutzer. Ich wähle jetzt einfach mal für das ganze System, dafür klicken wir auf Systemschriftarten. Bei Systemschriftarten muss man jetzt das Root-Passwort eingeben, was, wenn ich euch zeige, wenn ich hier auf Abbrechen klicke und dann auf OK, also nur persönlich, dann geht es auch so ohne Root-Passwort. Um die jetzt zu verwenden, zum Beispiel in OpenOffice oder sowas, und das Programm würde jetzt laufen, müsstet ihr es kurz beenden und neu starten. Aber ich habe es ja hier nicht offen, um es mal zu testen. Öffnen wir es jetzt einfach mal. Nehmen wir mal OpenOffice. Textverarbeitung. So. Das sollen wir mal abbrechen. Ja, will ich nicht wiederhergestellt haben. Dann können wir hier die Schriftart auswählen. Und hier ist schon unsere neue Schrift. Sieht gar nicht schlecht aus, finde ich. Ja, ich war's das schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich über eine Bewertung sehr freuen. Euer OpenSUSE Screencast.